Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch wieder ein leckeres One-Pot-Gericht vorstellen, und zwar meine schnellen Thunfischnudeln in der iPrep and Cook. Ich finde die Kombination Thunfisch mit Tomate und auch mit Erbsen, die noch drin sind, und Parmesan ist ganz wunderbar. Und es ist ein wirklich schnelles Gericht und es mag eigentlich fast jeder. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Die Zutaten für die schnellen Thunfischnudeln in der iPrep and Cook habe ich schon rausgestellt. Wir brauchen zunächst mal 3 mittelgroße Zwiebeln. Das sind hier so ungefähr 200 Gramm, die ich hier schon mal gepellt habe und etwas kleiner gemacht habe. Dann brauchen wir zum Anbraten ein bisschen Olivenöl, aber nicht viel. Nachdem wir das angebraten haben, wechseln wir dann auch das Ultrablade und geben die anderen Zutaten hinzu. Das heißt, es kommen dann nochmal dazu 250 Gramm Penne. Oder Fusilli. Ich habe jetzt hier Fusilli genommen. Ihr könnt beliebige kurze Nudeln nehmen. Ich nehme nur keine Bandnudeln, keine Spaghetti oder sowas. Das passt nach meiner Auffassung in die Maschine nicht so richtig. Die verwickeln sich doch immer nur. Also ich nehme für One-Pot-Gerichte immer kurze Nudeln. Dann kommt dazu nochmal eine Packung 400 ml hier stückige Tomaten. Die Dose oder Tetrapack, was ihr habt. Jetzt geht natürlich nicht gewürzt. Wenn ihr es gewürzt haben wollt, nehmt Gewürze. Dann müsst ihr hinterher nur ein bisschen weniger reintun. Ja, dann brauchen wir heißes Wasser hier, 400 ml, damit die Fusilli auch hinterher richtig aufgehen. Bei mir kommen noch rein 100 Gramm Schmand hier oder saure Sahne, was ihr mögt, Creme Fraiche, was euch besser gefällt. Dann habe ich hier 2 Dosen Thunfisch, Standardgrößen, also Abtropfgewicht sind da immer 150 Gramm. Die habe ich so ein bisschen zerpflückt mit der Gabel, die kommen danach rein. Dann habe ich 200 Gramm Tiefkühlerbsen hier noch, die dazukommen. In die Masse gebe ich dann, damit sie etwas sämiger wird, schon Parmesan. Hier 100 Gramm Parmesan. Und das war es, glaube ich, so an festen Zutaten. An Gewürzen haben wir dann Paprika rosenscharf, gebe ich noch dazu, je nach Geschmack. Wer es scharf haben möchte, gibt ein bisschen mehr und sonst weniger. Oregano passt immer gut zu solchen Nudelrezepten. Dann natürlich Pfeffer, natürlich Salz, je nachdem, wie viel Salz man haben möchte. Denkt dran, der Parmesan ist schon relativ salzig. Und ich gebe immer gerne dazu noch so 2 gehäufte Esslöffel Pizzagewürz oder auch mal Bruschetta. Gibt aus dem Bruschetta Arrabbiata. Man muss ja nicht alle Gewürzmischungen selber erfinden. Die gibt es ja schon fertig und die sind ja auch gut. Also das gebe ich noch dazu für einen zusätzlichen Geschmack. Und so die letzten Minuten, bevor das Rezept dann fertig ist, gebe ich noch dazu frisches Basilikum, was ich in kleine Streifen schneide dann mit der Hand. Aber wirklich erst relativ kurz vor Schluss, weil das sonst völlig zerkochen würde. Und das war es eigentlich auch. Und dann können wir beginnen, die schnellen Thunfischnudeln mal zuzubereiten in der Maschine. So, Topf ist vorbereitet. Ich habe hier schon mal eingesetzt das Ultrablade. Das nehmen wir jetzt als erstes und gebe zunächst mal die Zwiebeln in den Topf, die wir jetzt mit dem Ultrablade etwas zerkleinern. Und ich schließe den Topf. Mit Zwiebeln machen wir zunächst mal maximale Stufe. Das hat sich immer bewährt bei den Zwiebeln, wenn man so kleine Stücke haben will. 2x5 Sekunden, das ist immer ganz gut. Auf geht's! Schieben wir einmal runter. Und noch einen zweiten Durchgang, maximale Stufe, Turbo 13 und wieder 5 Sekunden. Auf geht's! So, zweiter Durchgang auch durch. Jetzt nehmen wir das Ultrablade raus, das brauchen wir hier nicht mehr. Und ersetzen das Ultrablade durch den Mix- und Rühreinsatz. Ein bisschen rein, es geht. Und schieben erstmal mal runter. So, dann geben wir einen Schluck Olivenöl dazu. Vielleicht 2 Esslöffel so ein bisschen zum Anbraten.
das reicht schon. Schließen den Topf wieder. Und stellen ein Stufe 2, damit es langsam bewegt wird. Und braten jetzt diese Masse auf 100 Grad. 5 Minuten an, das sollte reichen. Zwischendurch immer wieder mal in den Topf schauen, vielleicht nach der Hälfte der Zeit, ob wir was runterschieben müssen, aber das sollte funktionieren. Los geht's. So, die Zwiebeln sind fertig angedünstet. Das sieht gut aus. Und dann können wir jetzt weitermachen. Ich schiebe hier nochmal runter, was gar nicht mehr notwendig ist jetzt. So, und jetzt gebe ich alle anderen Zutaten hinzu, die ihr hier auf der rechten Seite seht. Die Nudeln, Tomate, Creme fraiche, Gewürze. Die linke Seite hier, da sind die Sachen, die ich erst später reingebe. Nach der Hälfte der Zeit hier Erbsen, Thunfisch und Parmesan und ganz zum Schluss eben erst ein paar Minuten vorher das Basilikum, damit die Sachen nicht völlig manschig werden. Die Erbsen sollen noch so ein bisschen Biss haben und der Thunfisch soll auch nicht völlig zermanscht werden. Und Parmesan ist in der Soße nur, um sie ein bisschen sämig zu machen. Das heißt, jetzt kommen erstmal die anderen Sachen rein. Ich fange also an hier mit den flüssigen Zutaten. Ich gebe mal hier das Wasser hinzu. Dann kommt die Tomatenmasse. So. Dann Creme fraiche. So. Jetzt gebe ich die Fusilli dazu. Das Gewürz. Pizzagewürz hier bei mir heute, ein wenig Oregano, das reicht, Paprika, rosenscharf, soll schon ein bisschen Schärfe haben, so. Salz ist noch gar nicht dran, wie gesagt, nachher kommt noch der Parmesan dazu, aber trotzdem können wir hier schon mal salzen. Nachsalzen kann man immer. Und Pfeffer gebe ich auch schon dazu. So, das war es erstmal an den Gewürzen. So, jetzt schließe ich den Topf. Und jetzt habe ich hier auf der Packung bei mir für die Fusilli 8 Minuten allerhöchstens. Jetzt tippe ich mal so, weil ich hier kein heißes Wasser genommen habe. Ich habe jetzt hier kaltes Wasser genommen oder lauwarmes Wasser, dass die Maschine vielleicht noch 5 Minuten braucht zum Aufheizen mindestens. Das heißt, ich würde jetzt hier 8 und 5, 13, runden wir mal auf, 15 Minuten einstellen, die die Maschine jetzt braucht, um die Nudeln fertig zu kochen. Und das Ganze hier zum Rühren, das ist ja ein bisschen mehr Masse hier, stelle ich jetzt mal auf Stufe 5. Ich schaue gleich mal, ob das nicht zu viel ist. Temperatur, da brauchen wir natürlich jetzt hier 100 Grad, um die Nudeln zu kochen. Und bei der Zeit, wie gesagt, aufgerundet 15 Minuten. Ich gucke zwischendurch immer mal rein und schaue, ob die Nudeln vielleicht schon fertig sind. Und das war es erstmal. Jetzt lassen wir die Maschine mal machen. Auf geht's. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe eben mal geschaut. Schöne bei der Maschine ist ja bei der iPad, wenn guckt, dass man oben in den Topf gucken kann. Das finde ich immer phänomenal. Stufe 5 brauche ich nicht. Stufe 4 reicht völlig, um die Masse hier in Bewegung zu halten, damit die auch genug Kontakt zum Topf hat und auch wirklich heiß werden kann. Also ich habe jetzt hier runtergestellt auf Stufe 4. Stufe 5 brauchen wir erstmal nicht. Und dann machen wir weiter. So, kurzer Zwischenstand mal. Na, wir haben jetzt hier noch 9:03. Also gute 6 Minuten sind jetzt um. Und man sieht eben jetzt hier, kann man glaube ich gut erkennen, jetzt kocht die Masse hier auch, also die Zeit braucht man auch schon, so gute 5 Minuten, 4 Minuten müsste dem Topf schon geben, dann wirklich durchkochen lassen. Und ja, da sieht man auch hier, die Masse ist gut gerührt schon, aber die Nudeln sind natürlich bei weitem noch nicht weich.
Die 9 Minuten brauchen wir jetzt vermutlich auch. Wir müssen gleich mal schauen. Es könnte sein, dass es ein bisschen wenig Flüssigkeit ist. Dann gieße ich eventuell noch mal ein wenig Wasser nach. Aber im Moment ist es erstmal okay. Ich schließe wieder und lasse ihn zu Ende arbeiten. Auf geht's. So, nur noch knapp ein Drittel von meinen 15 Minuten, hier etwas mehr als 4 Minuten. Und man sieht, das Ganze ist schon ziemlich gut inzwischen durchgerührt hier. Ja, die Nudeln, das sieht man schon, die sind noch nicht weich. Das dauert noch ein bisschen. Aber die Masse sieht schon lecker aus. Ja, ich muss ein bisschen aus über den Rand gegangen. Und jetzt können wir die anderen Zutaten zugeben. Und jetzt gebe ich den Thunfisch hinzu. Den ich so ein bisschen klein gezupft habe hier, mit der Gabel so ein bisschen auseinandergezogen habe. Und jetzt können wir auch die Erbsen dazu geben. Und den Parmesan. Und den Parmesan gebe ich erstmal nur zur Hälfte hinzu. Noch gut zur Hälfte nach Auge. Den Rest brauche ich leider zum Bestreuen, aber ich weiß noch nicht, wie die Masse sich so entwickelt, ob die zu fest wird oder nicht. Das reicht mir erstmal. Jetzt mischen wir noch mal ein bisschen und dann gebe ich den Rest hinzu. Denn das Ganze soll ja ein bisschen sämig sein und nicht so dünnflüssig. Und dann schließe ich auch wieder den Topf. Und jetzt lassen wir die Maschine zu Ende kochen. Auf geht's! So, die Zeit ist um. Wir schauen mal, was die Maschine so gemacht hat. Ja, da sehen wir schon mal hier oben. Und da ist der Parmesan noch nicht so ganz gerührt. Oh, die Masse ist aber schon sehr schön sämig geworden. Oh, das sieht schon gut aus. Und man sieht also auch hier, er hat eigentlich die richtige Konsistenz für so ein Tellergericht. Ich probiere jetzt meine Nudel. Das mache ich immer zwischendurch. Ich verlasse mich dann nie auf die Packungsangaben, sondern ich teste immer, ob die Nudeln jetzt durch sind oder nicht durch sind, ob die al dente sind oder nicht. Und je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, mache ich eventuell noch ein paar Minuten. Ja, die sind schon ziemlich gut. Also die Fusilli haben jetzt hier fast schon die richtige Konsistenz. Ich denke, ein bisschen können sie noch, und das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dass Basilikum hier dazu zu geben, was ich zwischendurch geschnitten habe. Und jetzt machen wir noch ein bisschen höhere Stufe. Jetzt nehmen wir mal so Stufe 5 und lassen sie noch mal 2 Minuten ziehen. Aber dann sind sie sicherlich auch fertig. Also Stufe 5 und höchstens noch mal 2 Minuten. Und dann brauchen wir auch keine Temperatur mehr, denn die Nudeln sind eigentlich weit genug. Es geht jetzt nur noch darum, sie zu mischen. Also auf geht's. Während es heiß ist. Aber ist jetzt soweit fertig. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Ne, jetzt sieht man auch hier, oh ja. Ja, das ist die gute Konsistenz für ein Tellergericht hier. Nicht zu flüssig, nicht zu fest. Das sieht ziemlich gut aus. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht machen hier. Das Basilikum ist jetzt frisch gerade untergerührt. Mehr soll ja auch nicht sein. Ja, so sieht das Ergebnis aus. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, ich habe die Nudeln jetzt mal rausgenommen, noch ein wenig mit Basilikum hier garniert und ein bisschen noch von dem geriebenen Parmesan, der noch übrig war, garniert. Und ich habe es auch schon probiert. Super lecker. Gewürze müssen nicht mehr rein, kein Salz, kein Pfeffer, nicht mehr, ist wirklich salzig genug, pfeffrig genug. Die Konsistenz ist nach meinem Geschmack auch perfekt, genau richtig für so ein Tellergericht, nicht zu flüssig, nicht zu fest,
Also aus meiner Sicht super, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.